Hör mal, geht grad schlecht. Kann ich dich gleich zurückrufen? Sandra Mäuschen. Jetzt. Scheiße. Was ist das denn? Mega. Mega. Cherry, cherry lady, going na na na. Na gut, dann, you're my heart, you're my soul. Seit wann bist du denn Modern Talking Fan? Also ich hab die Musik ja gerne gehört, aber du? Ich nie. Mhm. Na, ich wollte dich nur ein bisschen unterstützen, dich aufheitern bei der Suche nach Bohlenklonen. Hm. Und? Nix. Kein Bohlenverschnitt dabei. Wer könnte Ihnen denn sowas antun wollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja noch nicht einmal, wie ich heiße. Mann, sehe ich scheiße aus. Ja, wir haben auch leider weder Papiere noch sonst irgendwas bei Ihnen gefunden, was auf Ihre Identität hindeuten könnte. Möglicherweise ist das hier Ihr Handy. Das werden Techniker von uns probieren, wieder zusammenzubauen. Und dann haben wir das Geld noch in Ihrer Nähe gefunden. Das ist Falschgeld. Tja, dann will ich jetzt mal rausfinden, in welchem Copyshop diese Kopien da gemacht wurden, die das Opfer bei sich trug. Ja, und die KTU, die muss uns doch eigentlich sagen können, was für ein Druckertyp das war, oder? Ja, du glaubst doch nicht, dass irgendein Copyshop-Besitzer es zulässt, dass bei ihm Geldscheine kopiert werden. Ist doch nun mal illegal. Ja, hast ja recht. Aber dann könnte ich bei der Bundeszentralbank anrufen und fragen, ob Kopien in dieser Art und Weise gerade im Umlauf sind. Hm? Von dieser Qualität. Von dieser schlechten Qualität. Weißt mein du? Gott, jetzt red doch nicht alles schlecht. Das will ich ja gar nicht. Du hast ja eigentlich auch recht. Wir haben ja überhaupt nichts. Wir müssen nach jedem Strohhalm greifen. Okay, und weiter? Das stümperhafte Falschgeld ist laut Bundeszentralbank noch nicht im Zahlungsverkehr aufgetaucht. Du hast also recht. Alles klar, bis später dann, ne? Hm. Ja. Was ist denn hier los? Wir haben eine Leiche in der Bahnhofstraße. Eine ältere Frau ist mit einem Baseballschläger erschlagen worden. Das ist 2 Stunden her, die hat einen Schädelbruch. Hier. Wir sollen das jedenfalls jetzt übernehmen. Hm. Bahnhofstraße, ist ja direkt hier um die Ecke. Aber sag mal, hat der Gruppenleiter Alzheimer? Wir haben doch den Bohlenfall. Ja, aber die beiden Fälle hängen wohl irgendwie zusammen, weil Gisela Brunn hat auf der Parkplatztoilette als Putzfrau gearbeitet, auf der unser Dieter Bohlen-Klon gefunden wurde. Und in ihrer Wohnung, da wurden noch kopierte Geldscheine gefunden. Eben. Das wissen wir ein bisschen über das zweite Opfer. Ja, also sie heißt Gisela Brunn. Das hier ist sie. Mhm. Und das ist ihre Nachbarin. Also sie war verheiratet. Und die Nachbarin hat erzählt, dass der Mann sich von Frau Brunn getrennt hat, als sie erfahren hat, dass er ins Bordell geht. Da hat er sich von ihr getrennt und nicht umgekehrt? Richtig. Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Aber für sie war das ein tiefer Absturz, weil die musste dann nämlich eben in diese Bahnhofsstraße ziehen, in eine Wohnung direkt gegenüber von einem Bordell. Hm.
Gut. Heißt für uns, wir müssen jetzt erstmal den Ex-Mann ausfindig machen. Ja, und dann müssen wir diesen Möchtegern-Bullen mal fragen, ob er hier diese Frau, wie heißt sie? Brun. Kennt. Richtig. Sorry, ich kann nicht sagen, ob ich die Frau kenne. Ich kann mich ja nichts erinnern. Also diese Frau hier heißt Gisela Brun. Die ist heute Morgen auch mit einem Baseballschläger überfallen worden. Der Schlag auf den Kopf war so hart, dass sie dann an den Verletzungen gestorben ist. Ich will den reinen Wein einschenken. Gisela und ich hatten noch gute Zeiten zusammen. Aber irgendwann ist sie mir auf den Geist gegangen. Sie ist neugierig und geschwätzig gewesen. Da hatte ich keinen Bock mehr auf sie. Sie hat eben Pech gehabt. Mhm, klar. Ja, von der Nachbarin wissen wir, dass ihre Ex-Frau ziemlich frustriert war, weil sie ein regelmäßiger Puffgänger waren. Sag ich doch, dass sie geschwätzig war. Und außerdem, was gibt's überhaupt mein Sexualleben an? Ich kann machen, was ich will. Wegen dieser Sache kam es nicht zufällig zum Streit. Ich meine, ihre Frau hat allen Grund, sie zu hassen. Vielleicht hatte sie das. Na und? Aber ist das ein Grund, Gisela totzuschlagen? Ich glaube, sie hat wohl eher einen Grund dazu gehabt. Herr Neumann, wenn Sie es nicht waren, wer war es dann? Pff, keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts, verdammt. Ich kann Sie ja wirklich gut verstehen, aber manchmal kommt Erinnerung wieder, wenn man Fragen gestellt bekommt. Und vielleicht fällt Ihnen ja irgendwas zu diesem Falschgeld hier ein. Das Interessante ist, dass wir Scheine gleicher Machart in der Wohnung von Gisela Brun gefunden haben. Ich glaube, das sind die Scheine, die ich auf dem Autobahnklo gefunden habe, bevor mich das Dreckschwein niedergeschlagen hat. Okay. Das heißt, wir werden jetzt diese Raststätte aufsuchen. Und vielleicht haben wir Glück und finden da einen Hinweis auf Ihre Identität. Dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Hier, kennen Sie diesen Mann? Das ist ja der Hammer. Wollen Sie mich verarschen? Der sieht doch aus wie Dieter Bohlen. Okay, alles klar. Schenken wir uns das. Mich würde interessieren, wo Sie heute Morgen waren. Ich war zu Hause. Ich habe meine Steuererklärung gemacht. Gibt Zeugen, vielleicht Anrufe von Kunden? Tut mir leid, Fehlanzeige. Die Auftragslage für Maurer ist zurzeit nicht die allerbeste. Ich arbeite nur meine Stammkunden ab. Neukunden habe ich kaum. Wo sind Conny und Bernie? Ach, die sind vor Gericht. Die machen eine Aussage wegen dieses Psychopathen Jennemann. Hier, guck dir das mal an. Die Bilder hat Gisela Brunn von Puffgängern gemacht, von gegenüber. Da sollten wir mal vorbeifahren. Interessant, interessant. Sag mal, hat Conny ihr Handy vergessen? Die hat doch eigentlich einen ganz anderen Klingelton. Ich weiß nicht, wer einen Klingelton hat. Christian, komm mal schnell. Das Handy vom Opfer klingelt. Was? Ich geh da ran, ne? Ja, geh dran. Hallo? Was? Der Typ, der da dran ist, der wurde von unserem Opfer erpresst. Ja? Aber die Nummer. Was? Da ist eine Kirche. Da ist eine Kirchenglocke. Wie heißt die Nummer, die hier in der Nähe ist? Kreuzeskirche? Ja. Halt den hin, den hol uns. Ja? Und es ist wirklich okay, wenn deine Frau alles erfährt. Überleg dir das gut. Hey, warte mal. Dann schicke ich die Fotos ab. Wie gesagt, überleg dir das gut. Christian! Jo. Hier drüben! Du, Freundchen, was ist hier los? Die Trulla soll bloß den Freier nicht anmachen. Da hab ich keinen Bock auf eine Eifersuchtszene oder so einen Scheiß. Mach mal Pause, Kollegen. Kriminalpolizei, okay? Oh. Jetzt mal schön Sendepause hinsetzen. Ich komme gleich wieder und dann kommst du doch Präsidium. Alles klar? Mach ruhig locker bleiben. Schmäuser, Mordkommission. Sie haben doch vorhin Gisela Bruns Nummer angerufen, ja? Und da bin aber ich dran gegangen. Das heißt, wir beide haben vorhin miteinander gesprochen. Und da habe ich doch ganz klar mitbekommen, dass Sie von ihr erpresst worden sind.
Das ist doch Quatsch, das glauben Sie doch wohl alleine nicht. Jetzt hören Sie doch auf, sich da immer weiter reinzureiten. Ich kann da auch ganz einfach Ihre Anrufliste checken. Passen Sie mal auf, Gisela Brunn wurde heute Morgen getötet. Und bei der Erpressung, da hätten Sie ja ein ganz gutes Motiv, richtig? Was? Ich? Mord? Im Leben nicht. Okay, sie hat mich erpresst. Sie hat Fotos gemacht, wie ich im Bordell war und wollte sie meiner Frau schicken. Und weiter? Ja, und weiter. Ich habe ihr dann jeden Monat 300 € drüber wachsen lassen, damit sie die Klappe hält.